ich Ihnen helfen? Ein trockener Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Aber gewiss, Commander Bond. Wo ist das Mädchen? Elizabeth Stark, Tochter des Premierministers. Seit einer halben Stunde wissen wir von einem möglichen neuerlichen Entführungsversuch. Sie scheint sich nicht zu fürchten. Warum sollte sie auch? 007 ist hier, um sie zu schützen. Zu schade. Das Spiel ist vorbei, Mr. Bond. Ganz im Gegenteil. So, Freunde, und bevor wir starten, erstmal ein Ayo, was gibt es der Eikam-Staffel? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen 007, Liebesgrüße aus Moskau, das Ganze wieder auf dem Gamecube, beziehungsweise auf dem Dolphin-Emulator, die Gamecube-Version zocken wir. Und ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock bekommen, was gibt es zu zocken jetzt, das ist der James Bond-Spiel hintereinander. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall rein, meine Freunde, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe es vor, ja, das weiß ich, ich kenne das Spiel noch wie meine linke Westentasche. Eins meiner Lieblings-Bond-Spiele, ich habe das damals gezockt. Boah, Digga, leckt mich am Arsch, wann habe ich das gespielt? Super lange her, ne? Ich habe das damals als Kind sehr gerne gespielt. Das ist sozusagen mit einer der geilsten Third-Person-Shooter gewesen, so. Und, oh, shit. Ja, totgefeiert das Game. Einfach totgefeiert. Habe ich damals, wie gesagt, als Kind super gern gespielt und fand ich richtig, richtig geil. So, dann knallen wir die alle ab. Ja, genau, das weiß ich auch. So wächst man die Knarre. So kann ich springen bzw. reinjumpen. Aber hier ein bisschen Panzerung. Und ich freue mich drauf, das Game wieder zu zocken nach all diesen Jahren. Ich hab's. Boah, damals auf der PSP durchgespielt, ist aber auch, wie gesagt, super lange her. Ey, was? Was ist das denn? Ich hab's damals auf der PSP durchgespielt, super lange her, Digga. Und, ja, Digga, ich war einer meiner absoluten Lieblings-PSP-Games. Kann ich irgendwie in Deckung gehen? Geht das? Ne, das geht irgendwie nicht. Ja gut. Vielleicht später. So, Digga. Mal gucken, an wie viel ich mich noch erinnern kann. Das ist so das Game gewesen, was ich so am am längsten her, sag ich mal, gespielt habe. Also ich habe das so lange nicht mehr gezockt, dass ich eigentlich auch schon super viel vergessen habe. An zum Beispiel also hier Dingens an Agent in Kreuzfahrt konnte ich mich halt an fast alles noch erinnern. Aber an dem wird schon ein bisschen eng. Ist echt ehrlich. Aber da freue ich mich halt natürlich umso mehr drauf. So, warte mal. Ah doch, dachte ich mir schon. Dass das geht. Der ja, total behindert, einen Deckungsshooter zu machen, Digga, ohne in Deckung zu gehen, so Third-Person-mäßig. Der hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Alles klar. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt wieder nach langer Zeit so zwei Projekte hintereinander, also zusammen mache. Ich spiele White noch nebenbei auf der PS3. Und da dachte ich mir, komm, weißt du was, da spielst du auch noch nebenbei James Bond 007. Warum nicht, machst du so zwei Projekte auf einmal? Wäre ganz geil. So. Super, sehr schön. Mein Vater ist ein sehr wichtiger Mann, aber sie wird nicht damit treffen. Oh shit. Verpiss dich. Ja, das weiß ich. Kommen die mir Tutorials an, Digga, von vor 10 Jahren. Assalamu alaikum. Forschungspunkte, okay, korrekt.
Sammeln Sie Pläne, um Upgrades für Waffen und so weiter freizustellen. Das ist ja geil. Wie komme ich auf das Dach? Sie brauchen diesen Hauptschlüssel. Okay, alles klar, Schwester. Gar kein Stress. Oh, ne, ich habe alles unter Kontrolle. Das ist James Bond, Digga. Mach dir gar keinen Kopf. Alles so hysterisch. Ja gut, kein Wunder, Digga, wenn da irgendwelche Russen aufkreuzen, die dir den Arsch mit Blei vollpumpen wollen, Digga, wäre ich auch hysterisch. Verpiss dich, Maniacs. Erstmal auf die Fresse fliegen. So. Alles klärchen, schönen guten Tag. Ab aufs Dach. So. Genau, nach oben, das nach unten. Ich kann so zum Beispiel, ja, das ist klar, perfekt. Oh, wie lang das hier ist, Digga. Es ist so lange, ja, auch diese alte Zeit, ne, diese... Basiert ja auf den älteren James Bond Filmen, sage ich mal, das Game. Es gibt ja einen Film, der auch so heißt, Liebesgrüße aus Moskau. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. Ich muss sagen, ich habe viele James Bond Filme nie geguckt. Müsste ich aber echt nachholen. Ich habe den ersten gesehen auf jeden Fall vor kurzem, da wollte ich ein paar nachholen. Ich habe den ersten geguckt. Ich würde sagen, ich habe ja hier... Allahu Akbar. So, ist gleich da die Scheiße. Wunderbar. Wer sind Sie? Mein Name ist Bond. James Bond. Absoluter Motherfucker. Sean Connery, Digga, so eine Legende, der Mann. Ja, Liebesgrüße aus Moskau. Den Film müsste ich mir echt mal wieder reinballern. Super alter Film, Digga, aber absoluter Klassiker. Ich frage mich, ob es welchem Jahr der nochmal ist, Digga. 80er, 90er? Ich glaube, es ist ein 80er, glaube ich, noch. Ja, Mann, absolut seelisch, Digga. So ein geiles Game gewesen. Let's go, Digga, rein in die Alge. Perfekt, Belohnung. Labyrinth freischalten. Wunderbar, aktuelles Spiel speichern, yes. Genau. Boah, Mann, Digga, es ist so oldschool, Alter. Ich hab so lange nicht mehr gespielt, Alter. So, Mission. Genau, sind die ganzen Missionen hier. So, Punkte, London, okay. Upgrades, Waffen. Ich habe, was habe ich? 5 Forschungspunkte. Was haben wir? Munition. Ah, verstehe. Extras gibt's doch perfekt. Dann würde ich sagen,
Meine Freunde, gehen wir in die nächste Mission. Ja, gern, das ist eine gute Schwierigkeit. Und ab geht der Junge. Das ist eine Infiltrationsmission. Holen Sie die Dokumente, die sich in dem Herrenhaus am anderen Ende des Labyrinths befinden. Seien Sie vorsichtig. Sie werden möglicherweise verfolgt. So, perfekt. Tarnangriff. Drücken Sie Z, um zu schleichen. Hände hoch! Wie kann ich denn... Kann ich überhaupt von hinten schlagen? Geht das? Weiß ich gar nicht. Ja gut, ist auch egal. So. An die Mission kann ich mich auch noch erinnern. Spezialbewegung. Führen Sie dann... Kommst du vor, da aus, ja. Digga, wie töte ich, also wie nehme ich die denn von hinten, ups? Das frage ich mich gerade die ganze Zeit. Geht ja nicht. Mit Funk, Digga. Da musst du ja gar nichts, Bruder. Da funktioniert gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich das falsch mache, aber ich bin der Meinung, da fehlen bestimmte. Das spreche ich mir auf. Da fehlen bestimmte Mechaniken. Habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir einen Torschlüssel. Also bin ich auch das. Zielen und so weiter. Das fehlt alles. Das finde ich schade. Warte mal, hier ist noch was. Was ist das nochmal? Okay. So, warte mal, wo ist hier? Ich glaube, da vorne ist die Tür, ne? Suchen Sie den Schlüssel zu Norden, alles klärchen. So. Ja gut, funktioniert hier irgendwie. Funktioniert ja alles wunderbar. Dann haben wir die alle ausgeschaltet. Jetzt gehen wir mal hier durch. Hallöchen. Servus. Wer chillt hier? Schön in die Fresse, Junge. So wie ich es gehört. So. Doch irgendwie.
Warte mal. Jetzt habe ich doch ein bisschen Panzerung verloren. Das ist aber nicht so schlimm. Da liegt gleich irgendwas. Hier ist nichts, hier ist nichts. Ne, oder? Ach, guck hier. Forschungspunkte, geil. Jede Waffe hat eine Spezialmunition. Was ist eigentlich das hier? Wachsam bleiben. Da war noch einer. Komm mal raus. Ja, Maniac. Was haben wir noch hier? Na, guck mal da. Bisschen Panzerung, super. Warte mal, hier ist... Entweder hier oder unten. Ich glaube, eine Etage drunter, oder? Ich glaube, eine Etage drunter. Ja, genau hier. So, noch ein weiterer Schlüssel. Perfekt. Auch hier eine Körperpanzerung. Viel zu einfach. Oh, du Maniac, Alter. Team, ich habe ein Ziel. Allahu Akbar. Digga, wie viele. Alter, wie viele da sind. Das ist ja unglaublich. So, warte, warte, geh mal runter. Hallo. Perfekt. Na, wer will noch? So. Jetzt gleich müssen noch mehr kommen von denen. Weil es erinnert mich so ein bisschen an eine Manhunt-Mission, Digga. So. Okay, perfekt. Rekordzeit, Mr. Grant. Sie sind in der Tat der Mann für unsere Pläne. Wann bekomme ich den echten James Bond zu fassen? Nachdem er den Russen Delector, ihre neue Dechiffriermaschine, gestohlen hat. Und Bond wird das für uns erledigen? Wir nehmen stark an, dass der MI6 ihn schicken wird. In der russischen Botschaft in Istanbul arbeitet eine gewisse Tatjana Romanova, die uns helfen wird. Und sie glaubt, ich sei noch beim KGB. Aber wird der MI6 keine Falle vermuten? Soweit ich die britische Mentalität kenne, werden Sie einer Ihnen gestellten Falle immer auf den Grund gehen. Außerdem können Sie sich so für den Tod von Dr. No rächen. Wir sollten dafür sorgen, dass er auf besonders grausame und qualvolle Weise stirbt. Ich kann es kaum erwarten. Und mein nächstes Wunder? Es wäre ein Wunder, James, wenn Sie erklären können, wo Sie die ganze Woche waren. Ach, Moneypenny, ich werde Ihnen jetzt ein Geheimnis verraten. Dafür haben Sie später noch Zeit, 007. Kommen Sie jetzt sofort in mein Büro. Ich glaube, ich habe den Film sogar schon gesehen. Wenn ich mich nicht ganz täusche.
Scheinbar haben sie eine Bewunderin, ein Mädchen in Istanbul. Tatjana Romanova, die sich unsterblich in sie verliebt hat. Aber aha, ich kenne keine Tatjana Romanova. Ich habe ja schon gehört, dass sich Mädchen in das Foto eines Films... Mhm. ...das verlieben. Eine Genossin, die sich in das Foto eines britischen Agenten verliebt hat? Lächerlich, nicht wahr? Das wird sicher eine Falle. Eine Scheiße. Selbst... Was ist eigentlich das hier? Was ist das? Ausrüsten? Keine Ahnung. Verständlich. Und der Köder ist eine Dechiffriermaschine vom Typ Lektor. Der CIA war schon immer hinter so einer Maschine her. Wir natürlich auch. Sie hat sich an Kerim Bey gewandt, den Leiter der türkischen Station T, und ihm folgenden Vorschlag gemacht. Wenn wir ihr helfen zu fliehen, verschafft sie uns die Lektor. Aber nur, wenn sie nach Istanbul kommen und sie und die Maschine nach England bringen. Die ganze Sache ist so irre, dass sie beinahe wahr sein könnte. Sie fliegen morgen um 8.30 Uhr nach Istanbul. Q wartet übrigens auf sie. Aha. Alles klar. Hast du von dem Kerl oben in Oxford gehört? Wir werden eines Tages alle an Computern arbeiten, an unserem Schreibtisch und durch sie miteinander kommunizieren? Lächerlich. Absurd. Ja, Bruder, jetzt, es ist... Viele Sachen werden lächerlich geschätzt, bis sie dann wirklich wahr werden. Heutzutage ist es halt auch hier... gar nicht mehr wegzudenken. Guten Morgen, Q. Machen Sie wieder fleißig Erfindungen? Nicht so fleißig, wie Sie sie wieder zerstören. Folgen Sie mir, 007. Und versuchen Sie, nichts kaputt zu machen. Absolut Legende, das Typ, Digga. Was haben wir hier alles? Hierauf bin ich besonders stolz, 007. Q-Copter, leicht, wendig und mit einem TV-Überwachungssystem. Es war klar. Ja, die Unterhaltung darf nie zu kurz kommen. Oh, werden Sie erwachsen, 007? Es war so klar. Warte, ist hier sonst noch was? Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich muss sagen, die Steuerung ist wirklich sehr, sehr präzise. Feier ich. Das ist ein Abseilgurt. Mit Haken und Seil, mit dem Sie Mauern überqueren können. Natürlich, einige Details sind noch nicht ausgereift. Ja, alles klar. Ja, und was haben wir sonst noch? Was, hier habe ich gar nichts mehr, okay. Durch die Tür. Typische Terrorsituation 007. Im Trainingsbereich befindet sich eine Bombe. Sie sind nur mit ihrer Waffe und der Laseruhr ausgerüstet und müssen sie finden und entschärfen. Er sei ein durch kugelsicheres Glas. Okay, alles klar. Aha. Perfekt. Leck, schieß nicht, Amenjek. Was ist los, ja? Was ist los, Cousin? Ja, was spielen wir hier? Ringelpiece mit Anfasser? Ich kann mich erinnern, dass es eine Möglichkeit gab, dass man so vorsichtig, also so bestimmte Sachen anziehen kann. Dass ich weiß, dass das ging. Kann ich das auch anschießen? Ja, kann ich. So. Nee.
komm. Ja, Zwiebelkuss. So. Perfekt. Nehmen wir mal die. Was sag ich? Es ist kein MP40, ne? Ich glaube nicht. So, dann haben wir die alle ausgeschaltet. Jetzt lass mal. Okay, einfach A gedrückt halten. Ja, geil. Glückwunsch 007. Ihr Training ist beendet. Begeben Sie sich jetzt hiermit nach Istanbul. Ein Flugticket. Wie einfallsreich. Ich erwarte, dass Sie meine Ausrüstung zusammen mit der Lektor in tadellosem Zustand zurückbringen. Das werde ich. Mit Liebesgrüßen aus Moskau. Namensgebende Titel. So, Mesa-Uhr. Sehr schön. Ja. Ja gut, ein bisschen zu langsam. Ist ja auch scheißegal. Aktuelles Spiel speichern, ja bitte. Wir spielen ja nicht auf 100%, weil ja. Von daher ist das wirklich relativ. Ja. Relativ egal. Wir haben so eine Mission, machen wir noch. Warte, Waffen-Upgrades. Oh, die Feuerrate hier. So. Istanbul 1, let's go! Machen wir so 40, 45 Minuten. Darf ich um ein Streichholz bitten? Hab nur ein Feuerzeug. Das ist noch besser. Bis es kaputt geht. Willkommen in Istanbul, Mr. Bond. Ihre Limousine ist hier, Sir. James, mein Freund, wie schön, Sie zu sehen. Kerim Bey, es ist lange her. Interessanter Wagen. Ein Sondermodell? Ihr Mann Q schickte ihn. Sagte, ich solle keinen der Knöpfe anfassen. Es war weise, seinen Rat zu befolgen. Ansonsten leben Sie nicht mehr lange. Kommen Sie, man wartet in der Station T auf uns. Ich fahre. Der klassische Bondwagen, Alter. Genau, mit A. Vehicles. Gibt's einen besonderen oder ist das hier so üblich? Ach, das sind nur die Russen. Sie folgen uns, wir folgen ihnen. Eine Art gegenseitiges Einverständnis. Überaus freundlich. Aber nun wollen wir von Ihnen sprechen. M meint, ich verschwende nur meine Zeit hier. Das meine ich auch. Die Chance, die Lektor zu bekommen, ist das Risiko. Oh, die Steuerung oder ein bisschen. Ist ein bisschen, wie soll man sagen. Hakelig, um es mal so auszudrücken. Aber okay. Okay. Oh Gott. Scheinbar ist Ihr Waffenstillstand mit den Russen beendet. Aber ich habe keinen Angriff angeordnet. Wer dann? Das weiß ich nicht, aber die Russen werden es sicher uns in die Schuhe schieben. Wir verschwinden jetzt besser. Ja, ich glaube auch. Ziel. Reifreißer, okay. Das wird spannend jetzt. Das wird spannend jetzt, Alter. Oh shit, Digga. Das wird jetzt. Wir müssen die Russen aufhalten. Vielleicht können sie mit einem ihrer netten Spielzeuge ihre Werkstatt zerstören. Voraussetzung, sie zerstören den Wagen.
Bei einer Reparatur gibt es in der Stadt einen Mechaniker, der uns gerne hilft. Er schuldet mir mehr als einen Gefallen. Sehr schön. Oh shit, verpiss dich, Digga. Verpiss dich, verpiss dich. Junge, bist du ein Hund, so eine Art. Warte. Der ist down. Der ist down, super. Oh shit, Digga. Wunderbar. Verpisst euch. So. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zieh, 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 zieh. So, schnell, schnell, schnell. Let's go. Super, Auto repariert. Jetzt ab geht er. Ab geht er, ab geht er, ab geht er, ab geht er, ab geht er. Ja, verpiss dich mal, Digga. Der ist ja unglaublich. Junge, kannst du nicht einfach deine Schnauze halten? So. Ich glaube, wir sind richtig. Ach du Kacke. Amener Ritzfisch. Ach du Scheiße. Irgendwas sagt mir, dass Sie es ernst meinen, James. Gibt's noch einen Weg zur Station? Nein, wir müssen an dem Panzer vorbei. Schaffen Sie das? Schwierig, aber nicht unmöglich. Warten Sie hier. Aha, gucke da. Schwierig, aber nicht unmöglich, meine Freunde. Es ist James Bond, der Motherfucker. Und das Größte an ihm ist nicht nur seine Keule. So. So. Perfekt. Nice. Wunderbar. Erstmal ausschalten.
Da Bärchen. Das Stück habe ich nicht mitgenommen, schade. Allahu Akbar. So, warte mal. Alter, warte mal kurz. Okay, scheiße, Digga. Ich glaube, ich weiß wo. Ja, genau. Ah! Allahu Akbar, was ist das denn? Nice. Ein legendärer James Bond-Moment. Ach du Scheiße. Amen, das sieht ihm. Sehr schön. Ausgezeichnet 007. Ein wenig übertrieben, aber gute Arbeit. Und jetzt auf zur Station T. Let's go, Digga. Perfekt geschafft. Eine Bosch-Schrottflinte wurde freigeschaltet. Das ist sehr geil. Ja, gerne. So. Ja, gerne. So. Aha. Okay. Gibt es immer noch 4. Na gut. Möchten Sie das aktuelle Spiel speichern? Ja. Also nochmal speichern zur Sicherheit. Einfach aus Prinzip, weil wir es können. Ja. Perfekt. Oh mein Gott, es dauert so lange, Digga, diese alten Spiele noch. Okay, Freunde, na gut. Das soll's gewesen sein, erstmal, meine Freunde, mit der. Ach, ist eine Folge von Let's Play James Bond 007, Liebesgrüße aus Moskau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann weitergeht. Bis dann, checkt die Mietzufische, die Zwiebeln und haut rein.